in Duisburg im Tunnel zerschreddert die Idee, die durch viele Hände gegangen, schon lange unkenntlich geworden war. Von Einfallspinseln in der Verwaltung, in bester Absicht für den Standort, überteuert gekauft. Ein Provinzbürgermeister, eine klamme Gemeinde und der windige, findige Fitnessmogul in verzweifelter Sehnsucht nach Aufmerksamkeit. Der Mogul seinerseits, zuvor gekauft eine Marke, deren Anteile von den Gründervätern auf den letzten Drücker bei Zeiten rechtzeitig verscherbelt worden waren. In Duisburg im Tunnel, in wenigen Minuten zerquetscht die Reste der großen Idee. In postindustrieller Brache, dem Stadtbild entzogen, die Kirmesparade. In einen Laufstall gepfercht, der zur Mausefalle wurde, anstatt die Stadt sich zu nehmen, ohne zu fragen. In Duisburg im Tunnel verheizt die ausgelaugte Idee. Vor der Katastrophe die Masse schamlos belogen, mit Propagandazahlen von unglaublichem Ausmaß und hinterher feige in falschen Glauben gelassen. Jetzt auch endlich Teil von etwas großem Ganzen gewesen zu sein. Die Handkreise sind halt in Brüssel geschlossen.